Das hier, das ist ein Lost Place Video, weil ich war vor ein paar Wochen mit It's Nico und Malte in einem Lost Place drin gewesen. Und das hier, das ist das Video dafür. Aber bevor dieses Video hier startet, wollte ich noch was loswerden. Und zwar, ich habe angefangen, einen neuen YouTube-Kanal zu starten. Stufe 3 Premium-Kanal mit Kidschaften wissen davon schon. Aber bevor ich euch allen diesen YouTube-Kanal verrate, wollte ich erstmal so ein bisschen Content machen für den neuen YouTube-Kanal. Und das werde ich wahrscheinlich entweder im nächsten oder im übernächsten Video euch präsentieren, was ich da mache und sowas. Nur damit ihr Bescheid wisst. Und weil ich gerade dabei bin, mehr Content auf den neuen YouTube-Kanal zu bringen, muss ich leider die Quantität auf diesem Kanal hier etwas verringern. So, das wollte ich einmal gesagt haben, aber bevor jetzt Video wirklich start kommt, ist mir noch aufgefallen, dass ich auf einem Premium-Kanal-Mitglied einmal Bierpower gemacht hatte, aber an dem Tag kein Bier getrunken hatte. Und das ist kein richtiger Bierpower. Und deswegen werde ich jetzt rausgehen, ein Bier trinken und Bier trinkend das Bierpower auf dem Premium-Kanal-Mitglied wiederholen. Ich glaube, genau das mache ich jetzt. So, ich bin jetzt draußen. Bier habe ich schon gekauft und es ist voll cool Wetter. Und jetzt werde ich hier ein Bier trinken. Geprost. Das Bier ist schön gekühlt. Ich habe das bei der Kühltasche drin. Und beziehungsweise ich habe es vorhin aus dem Gefrierfach rausgeholt. Weil ich das kann. So, ich habe gerade mal ein Bier ausgetrunken. Und ich habe hier einen Bier-Power-Metall-Gnubel gefunden. Und jetzt werde ich auf den Premium-Kanal-Mitglied wiederholt ein Bier-Power machen gehen. Grüßend. Ich grüße dich, Madanex. Wiederholtes Dankeschön für die treue Premium-Kanal-Mitgliedschaft. So, und jetzt mache ich mich auf den Weg nach Hause. So, ich bin schon wieder zu Hause angekommen. Das Video, das habe ich mit der Action-Cam aufgefilmt, weil mir das da sicherer war. Aber jetzt das Lost Place-Video wirklich start kommt. Ich bin draußen und ich befinde mich jetzt gerade hier vor dieser Sparkasse. Also dieser Treffpunkt. Und jetzt auf It's Nico und auf Malte warten. Die sollten jetzt im Moment ankommen. So, It's Nico hat gerade geschrieben gehabt und der hat geschrieben, dass die da drüben geparkt haben. Bei diesem ranzigen Parkplatz. Also werde ich da jetzt dahin gehen. So, ich habe It's Nico und Malte gefunden. Und jetzt, hier, machen wir uns auf den Weg zu diesem Lost Place. So, wir haben uns entschieden, mit so einer versifften Straßenbahn zu fahren. Also werden wir mit der Straßenbahn dahin fahren. So, wir sind jetzt gerade von dieser Straßenbahn ausgelaufen. Und jetzt laufen wir 3 Kilometer zu Fuß bis dorthin, wo wir hingehen. Und zwar, wir wollen bei diesem Lost Place hin, wo wir beim letzten Mal waren, also ich und Nico. Aber wir sind da nicht reingegangen. Wegen dieser Zaun oder was das ist. Und auch aus zeitlichen Gründen. Und deswegen laufen wir jetzt dahin. Hier, das dauert glaube ich nicht mehr lang, bis wir bei diesem Lost Place angekommen sind. Also das heißt, wir sind gleich da. Wir laufen jetzt gerade diesen Weg. Wo wir beim letzten Mal lang gelaufen sind, aber von der anderen Haltestelle. Und wir sind jetzt gerade hier an dieser Stelle, wo diese Verrostheit da oben drauf ist. Verrostheit, auch ein Bild. Kennt ihr das? Dieser Siff von diesem Lost Place, der sollte irgendwo da ganz hinten oder so sein. Oder da drüben, glaube ich. Hau ich mir so im Kopf drin.
falls es nicht verloren gegangen ist. Bis weh. Ich fuhr gerade Eco-Flash. Eco-Flash, Bruder. Springen die Blätter? Ja. Das war's. Probier. Als ob Blätter springen. Hier kann man essen. Guck mal. Da hinter diesem Zaun ist, glaube ich, dieser versiffte Lost Place, wo wir gleich da rein, dort hin rein machen. Jetzt mach kurz. Das wird gleich rüber gehen. Oder? So. Guck mal, dieses Wetter ist versifft. Das sieht feucht aus. Guck mal, der versiffte, dreckige Scheißregen, der uns hier vollspritzt und feucht macht. Der fällt runter. Und deswegen haben wir hier sowas hier gefunden mit das da. damit wir nicht voll gespritzt werden. So, hier vorne ist dieser Lost Place und wir versuchen jetzt irgendwie da rüber zu kommen. Das machen wir jetzt. Oh Scheiße, es regnet schon wieder. So, wir sind jetzt drauf, oder wie das heißt. Und jetzt gleich hier dieses Lost Place angucken mit Augen. Hier ist ganz viel, ganz widerlicher, wie heißt es doch mal? Dornengebusch. Was hier meine Beine kaputt macht. Ja, und hier dran biegst und sowas. Oben ist er gar nicht mehr, warum ist er gar nicht mehr dran? Nee, deswegen, wir müssen einen anderen Weg finden. Also Leute, da kommen wir gar nicht hoch, das hält gar nicht. Ja, oben ist er gar nicht mehr veranstaltet. Ja, das ist passiert. Das wären wir da so. Fett, ja, für ihn halt dementsprechend mehr. Ich glaube, er wird ihn ziehen. Also ja. Der hat unten so eine Schlaufe, ne? Oder hast du was? Habe ich in der Hand. Wir müssen jetzt einen anderen Eingang finden. Und ich bin so sportlich hochgeklettert, ey. Ja, alles umsonst. Ja, Sicherheit geht vor. Ja. Weil diese Leiter, die da ganz hinten war, oben so undicht war. Die war irgendwie so lose gewesen, als wenn die jederzeit abreißen. Weil nicht, dass Malte dann stürzt. Oder einer von uns. Das wäre scheiße. Deswegen laufen wir sicherheitshalber diese Treppe wieder Leiter wieder zurück. Wir haben hier ein Loch gefunden und der Malte ist schon drin. Jetzt geht Nico durch. So, wir sind jetzt in diesen Lost Place eingedrungen. hier vorne ist eine Vollfetthalle, oder wie das heißt. GPS-Signal verloren. Also eine Halle mit ganz viel Fett dran. Wenn du noch Pfand, wenn jemand Pfand sucht, ne? Hier ist Arsch viel drin. Ich glaube, okay, ich bin bei der Frau.
Ja, dieser Lost Place sieht fett oder wie das heißt aus. Toilette gefunden. Toilette. Urintoiletten. Waschbecken mit Staub dran. Waschbecken mit ganz viel Staub dran. Hier unten ist ganz viel Wasser dran und sowas. Hier vorne sind Reste von Decke vorhanden. Und hier vorne ist ein Deckenloch. Treppe gefunden. Treppe. Treppe hochlaufen. Treppe runterlaufen. Treppe. Schon wieder Treppe hochlaufen. Treppe. Schon wieder Treppe runterlaufen. Treppe. Schon wieder Treppe hochlaufen. Treppe. Ich bin oben. Toilette gefunden. Zertrümmerte Toilette gefunden. Toiletten zum Pinkeln gefunden. Waschbecken. Waschbecken. Uringeruch. Guck mal, hier vorne ist diese Leiter, wo wir ursprünglich hochlaufen wollten. Und wo Malte schon das Hochlaufen dieser Leiter gestartet hat. Aber hier ist keine Abdeckfläche. Das heißt, das wäre... Das wäre Gefahr gewesen, dass man hier runterfallen kann. Guck mal, hier vorne ist schon wieder so ein Vollfettraum. Hier ist man draußen. Auf diesem komischen Dach, oder wie das heißt. Wo man hier das Wasser hier angucken kann. Also dieser Wasser, wo hier dieser tödliche Krabbengeruch drauf ist. Und das hochkommt. Oh, das riecht. Oh, das riecht. Oh. Oh, ich habe noch nie so einen grausamen Schimmelgeruch gerochen, ey. Oh, ey. Das war... Stinkt? Der Raum ist zu. Der ist noch schlimmer. Der ist noch schlimmer. Ja, da geht's bestimmt tief runter. Das Ding ist ein Witz, Alter. Ja, das ist noch ein Witz. So, jetzt sind wir gleich noch wieder. Wo sind wir mit dem Abschluss? Ah, geht noch. Ich habe noch was Höheres gesehen. Jetzt Treppe hochlaufen. So, hier vorne ist man auf diesem verschmierten, dreckigen Dach. Diesen finde ich hier ganz chillig irgendwie.
guck mal, man ist hier ganz weit oben und so weiter. Vielleicht hier so ein Thumbnail-Bild oder so etwas machen. Weil guck mal, ich finde, das hat voll cool Ausblick und sowas. So, ich bin jetzt gerade dort angekommen, wo mein versüffter Wagen hier rumsteht. Und jetzt gleich rauszugelaufen oder erstmal hier unten da ein bisschen angucken und dann nach draußen laufen. Ich glaube, genau das machen wir jetzt. So, jetzt zurückzugelaufen, bis nach ganz unten hin schon wieder. Es geht rüber, hier wieder drunter durch. Ich bin durchgelaufen und fast gestolpert. Ich bin jetzt, hier vorne ist diese Lost Place, also da, wo ich mit meinem Kopf dahin bewege. Da drüben, also da sind die anderen und ich schlafe jetzt auch dahin. Und jetzt laufen wir irgendwie... Versuchen wir hier jetzt unbemerkt rauszukommen. So, wir haben das angeguckt. Also wir waren da drauf gewesen auf diesen... Das, was ihr eben gerade gesehen habt, da waren wir drauf gewesen. Also wir haben das mit Augen angeguckt. Und wir sind hier rüber gekommen. Darauf, dass wir das... dass wir da drauf uns das angeguckt haben. Werde ich erstmal ein neues Bier trinken. Also ich fand dieser Lost Place gar nicht so schlecht Ich fand diesen Lost Place war gar nicht so schlecht gewesen. Da vorne fährt unsere versüffte Straßenbahn, wo wir da jetzt einsteigen werden. Genau, das machen wir jetzt. So, wir sind hier. Wir sind hier bei dieser versifften Visa-Wehr-Haltestelle angekommen. Jetzt erstmal diese versiffte, dreckige, widerliche Maske hier ausziehen. Und jetzt... dorthin laufen, wo sein Auto steht. Ja, Mann. So, wir haben Maltes Auto gefunden und die beiden fahren jetzt nach Hause. Und ich werde jetzt zum nächsten Dönerladen hinlaufen. So, jetzt Nico und Malte sind weggefahren und ich bin jetzt gerade hier vor diesem Dönerladen. Ich werde mir jetzt hier Döner kaufen gehen. So, ich habe mir gerade Döner gekauft. Und Pommes, weil ich irgendwie schon lange kein Pommes mehr gegessen hatte. Und also Pommes pur. Ich habe ja noch Ketchup und ich glaube Mayo und
noch mehr Sachen irgendwie zu Hause. Und von daher habe ich mir das gekauft. Und jetzt gehe ich nach Hause. Also würde ich sagen, sieht man sich gleich, wenn ich gleich wieder zu Hause angekommen bin. So, ich bin jetzt gerade wieder zu Hause angekommen. Und jetzt werde ich ganz entspannt Döner fressen. Guck mal, ich habe Frühstück gefunden. Der ist voll fett. der ist gerade hier abgestürzt. Das ist voll cool, ich mag das. Und jetzt fliegt er rum. Boah, der ist mir voll gerade in die Fresse geflogen.